Und ahoi Matrosen und Kapitäne, willkommen zurück zu einem neuen Let's Show World of Warships. Dieses Mal mit der St. Louis. Letztes Mal hatten wir ja schon die Samson gehabt und jetzt kommt die St. Louis dran, das Nachfolgeschiff der Chester. Und ja, schmucker kleiner Kahn, muss man mal sagen. Hat eine ordentliche Bewaffnung, also im Vergleich zu den Nachfolgeschiffen bei den Japanern ist es, glaube ich, extrem viel. Und wir schauen mal. Der hat nämlich eine 152mm 50 Mark 6 Hauptbatterie, 7,5 Schuss die Minute, 22,5 Sekunden für eine 180 Grad Kehre. HE ist Höchstschaden 2100, AP ist Höchstschaden 3000. Recht ordentlich. St. Louis B-Typ Rumpf, Trefferpunkte 29.500, 14 Haupttürme. 14 Haupttürme, lasst es euch auf der Zunge zergehen, 14 Haupttürme, 18 Sekundärgeschütztürme und 8 Flaklafetten. Das Ding ist aufgemöppelt bis oben hin. Dazu noch die Mark III Modifikation 2 Feuerleitanlage. Erhöht die Feuerreichweite um 10%, Feuerreichweite damit auf 10,4 Kilometer. Und 24.000 PS für eine Höchstgeschwindigkeit von 22,4 Knoten. Hält natürlich jetzt nicht mit der Samson mit aus dem letzten Video, sondern ist ein bisschen langsamer. Ist dafür aber auch echt ein schwerer Koloss hier, ein schwerer Koloss. Ja, und auch hier versuche ich mal, ähnlich wie bei der Mikasa, auf Nahkampf zu setzen. Mal schauen, ne? Mal schauen. Bin ein bisschen aufgeregt bei großen Schiffen, das ist nämlich immer nicht so einfach. Aber im Nahkampf haut das Ding wirklich rein. Das heißt, abhängig von der Map, die neuer Morgen diesmal ist, werde ich versuchen, Nase juckt. Werde ich versuchen, direkt in der Mitte durchzufahren. Beziehungsweise bin mir auch gar nicht so sicher, ob das jetzt auch so klug ist. Muss gucken, wir haben nämlich die Wakatake und die Tenryu sind feindlich. Das heißt Torpedos. Das heißt Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Zwei St. Louis. Weißt du, das Gegnerteam ist immer sofort komplett im Match, ne? Aber mein Team ist dann immer das Letzte, was irgendwie... Ich verstehe es nicht. Doch auch so eine geile Leitung. Warum dauert das so arschig lange? Autopilot Mode enabled. Und volle Geschwindigkeit. Wir sehen hier übrigens gerade auf der Karte hier unten, auf der Map, ne, dass das extremste ist mit den Geschütztürmen. Ich komme da immer gar nicht drauf klar, wie massig die bestückt ist hier. Also wenn man sich das mal anguckt hier, ne? Da, 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 da. Das ist... heftig, wie viel Geschütze hier einfach dran sind. Naja. Hier vorne ist die Tür übrigens kaputt, sieht so aus, ne? Diese Geschützluke hier. Ach nee, die wird, ja, die wird wahrscheinlich runtergeklappt. Ah. Nice. Nicer Scheiß. Was sagt unser Feindradar? 10,4 Kilometer, genau. Auf 10,4 Kilometer kann man wahrscheinlich noch nicht so viel sehen. Ich höre es auf jeden Fall schon knallen. Die ersten Torpedos. Warum schießt ihr immer die Torpedos so früh ab? Seid ihr auch bei anderen Sachen immer zu früh? Was soll das denn? Das ist für mich so unverständlich. Freund. Freund Mitfahrer. Freund Mitfahrer, Freund Mitfahrer. Danke, Freund Mitfahrer. Wer seine Torpedos noch vor der Schlacht abschießt, ist auch bei allen anderen Sachen zu früh. Muss ich die ganze Zeit dran denken, sorry. Ja, Feindradar, ne? Wo ist er? Wann kommt mal einer? Alter, wage es nicht! Scheiß Ernst! Dafür kriegt er noch einen draufgeballert.
So. Dummheit gehört halt bestraft. Zielerfassung direkt voraus. Danke, der hat mich jetzt die Zielerfassung gekostet. Der Arsch. Halt. Na gut, dann du. Komm schon, einer muss treffen. Jawoll, endlich. Jawoll. In Brand gesteckt. Bitch. Come on. Komm schon. Komm schon. Und die zweite fährt da lang. Oh, das ist ja ein Zieltraum hier. Autopiloten ausgeschaltet, damit meine Autogeschütze hier wieder was reißen können. Wir sollten einmal eine Kehre vollziehen. Jawoll! Und dann schnappen wir uns den, der sich da so schön versteckt. Ja, dich, mein Freund. Oh, nicer Shit! Aber wir haben auch ordentlich eingesteckt, also so ist nicht. Höhenpunkte ordentlich down. Dafür haben wir die zwei führenden Schlachtschiffe ausgeschaltet. Ist doch mal geil. Ich mache jetzt mal ein riskantes Manöver. Seichte Gewässer bzw. schmale Passagen zwischen Inseln können Schlachtschiffen nämlich zum Verhängnis werden. Aber ich will den unbedingt von der Seite angehen. Was? Ach, der A-Loch. Nix da. Ich will mir deinen Freund schnappen. Genau, Jungs, kümmert euch mal um den, dann mache ich den hier. Alle Geschütze bitte ausrichten und fokussieren. Ah, es ist nämlich wieder ein Freund, mit dem wir Spaß haben. Bisschen wenden. Schade, er wird gerade vom Torpedokreuzer angegangen. Komm, den kriegen wir noch. Den kriegen wir. Die regt gerade seine Hauptgeschütze. Das ist ein bisschen tödlich. Oh. Komm, 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 komm. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Komm, den kriegen wir dann, bevor der uns down kriegt. What? Torpedos! Komm schon! Komm schon! Komm schon, der gehört mir, der gehört mir, der gehört mir! Yes, er ist down und ich brenne, ich gehe unter. Torpedos,
dead ahead. Whoa! Whoa! Da wollen wir nicht reinfahren. Und so geht sie tapfer unter, die St. Louis. Nimmt ein letztes Mal Kurs auf den Feind. Brennend und dem Untergang nahe, weil 35 Sekunden nicht ausreichen, um ihre Hüllenpunkte zu retten. Feuert sie eine letzte Salve, todesmutig auf den Gegner. Komm schon! Mit Genugtuung noch einen Zieltreffer gemacht. Sehr nice. Sehr nice. Kriegsschiff durch Helga zerstört. Ich wollte eigentlich zu dem Kollegen da. Ach, wieder eine Kawachi. Oh, das war's schon. Krasse Sache. Krasse Sache. So. Unser Team hat den Auftrag abgeschlossen. Klerus. Dritte Stufe St. Louis. Zerstört durch Haldan. Stufe 4 Wyoming. Ah, Schlachtschiff ist noch. Okay. Ja, stimmt. Der hat ja uns ja auch noch angeditscht und brandgesetzt. Die kleine Sau. Ja, wir haben 19.150 Dublonen, 324 Erfahrungen, 17 freie Erfahrung. Das ist gut. Ja, natürlich wieder wegen dem Mr. Spezialist, ne? Der natürlich so prompt in Front drehen musste, um uns von der Seite zu rammen. Vollidiot. Und ja, dafür finde ich gut. Kommen wir zurück zum Hafen. Kurz gucken. Es gibt jetzt nämlich auch die Kapitänsfähigkeiten. Ja, das heißt, Kapitän erhält mit jedem Gefecht Erfahrung. Unsere ist bei 683 von 1300 für das nächste Level. Und dann können wir wieder eine Fähigkeit machen. Ich habe bei unserem jetzt zum Beispiel Schießgrundausbildung bei der Sekundärbewaffnung gemacht. Das heißt, minus 10% Nachladezeit der Geschütze bis Kaliber 155 mm, plus 10% FLA-Effektivität, Flugabwehr-Effektivität. Gäbe es hier auch nochmal einzeln, aber habe ich dann das hier für logischer gehalten, so ein bisschen. Dann gibt es noch Ladeexperte, minus 30% Nachladezeit beim Wechsel des Granatentyps. Die wechsle ich jetzt nicht so oft, deswegen kann ich sie auch nicht als notwendig empfunden. Dann gibt es noch Grundlagen der Überlebensfähigkeit. Beschleunigt die Modulreparatur. Minus 15% auf Zeit für Reparatur, Brandbekämpfung und Wasserpumpen. Ich finde, der repariert sowieso schon generell schnell. Da ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie sich die Module aufladen und abkühlen. Also, wo die Zeit wieder bis einsatzbereit sind. Das nervt mich ein bisschen. Das wäre schön, wenn man das beheben könnte. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Okay, das ist gut. Das ist gut. Also es gibt hier echt nützliche Sachen. Beschussalarm. Naja, also Anzeige für gegnerische Langstreckenartilleriefeuer, wenn man entdeckt würde, gibt es hier auch. Dann gibt es noch Drehgeschwindigkeit. Und doch, war alles Drehgeschwindigkeit. War schon nice. Ja, die Folge hier ist etwas kürzer, aber ich bin schon wieder bei 3,19 GB. Deswegen schließe ich an dieser Stelle einfach mal. Ihr hattet hoffentlich einen kleinen... Ja, Henrik? Immer schön, wenn ich aufnehme. Jo. Ihr hattet hoffentlich einen kleinen Einblick in dieses nette kleine Schiffchen, das Nachfolgeschiff hier in der Chester, die St. Louis. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann hoffentlich eventuell weitere Schiffe gibt. Mal schauen, wie ich bis dahin schaffe. Bis dahin, haut rein, habt da Spaß und wir sehen uns. Ciao, ciao.